Moin Leute, ich bin Veit, der zweite Part auf diesem Kanal und damit auch doppelt so gut. Willkommen zu einem neuen Video. Mal wieder ohne Webcam. Ich verspreche euch, ich arbeite daran. Das wird in Zukunft besser. Lasst uns direkt loslegen. Nicht lang schnacken. Neues Video auf den Nacken. So Leute, und die Folge ist heute ein bisschen anders. Und was ich genau meine, seht ihr jetzt. Also ohne Witz, Leute. Was hat Forrest Gumps Mom nochmal gesagt? Dumm ist, wer Dummes tut. Auch wenn es sich hier um einen stilvollen Abgang handelt, sollte man seine Kettensäge doch sichern vom Herunterfallen, oder? Also, ach, was für ein Idiot. Man kann ja vom BMW halten, was man will, ne? Aber der nächste Post. Was denkst du ist der beste Weg, um durch deine Stadt zu kommen und dabei ein bisschen auf die Umwelt zu achten? Carsharing? Die E-Scooter? Öffentlicher Verkehr? Oder mein super sustainable BMW? Und wenn man sich halt die Prozente anguckt, dann wird halt klar, wieso das jetzt auch in diesem Video ist. Also, jetzt mal ohne Witz, was hat BMW denn da erwartet? Also ohne Witz, es ist doch offensichtlich, dass das die beste Lösung für das Problem ist, oder? Also, ach, ich weiß auch nicht. Machen wir weiter. Und nun schauen wir uns eine Liste mit den besten 10 Springern an. Platz Nummer 6. Ich finde es auf jeden Fall stark von dem Dude, wie er das Fahrrad noch aufs Luftkissen geworfen hat, damit er selber auf dem harten Boden der Tatsachen landen kann. Ey. Ach Leute. Aber vergesst nicht, Knochen heilen. Blech nicht. Oh, da war die Fahrzeugflieger. Ich hab auch dumm. Tja, Übermut tut selten gut. Man kann nur hoffen, dass er bei seiner Gesichtsbremse jetzt über seinen Fehler nochmal nachgedacht hat und Nein gesehen hat, ey. Oder er ist immer noch auf dem Holzweg. Wir sind mittlerweile schon beim 4. Platz und da hat anscheinend jemand den Erdkunde-Leistungskurs belegt. Man hätte den Sprung sicherlich aus einer niedrigeren Höhe üben können, aber es hätte ja nicht so viel Spaß gemacht. Aber no risk, no fun. So Leute, wir sind auf dem 3. Platz angekommen. Seht her. Und ich glaube, es ist echt offensichtlich, das ist eine echte Freundschaft. Erst über die Dummheit des anderen lachen und ihm dann helfen. Richtiger Ehrenmann in diesem Video. Und kleiner Sidefact am Rande, mein Bruder, Novus, genauso ein Vollidiot. So Leute, nach dem 3. Platz, einem Typen, der es definitiv nicht hätte machen sollen, diesen Sprung, sind wir auf Platz 2 gelandet. Und Platz 2 bedeutet auch doppelt so gut. Nein, Spaß. Auf dem 2. Platz sehen wir jemand, der es definitiv hätte schaffen sollen. Seht selbst. Also okay, erstmal zur Verteidigung dieser Katze. Sie ist nicht mal gesprungen, okay? Sie hat nicht den Sprung verkackt. sie hat sich ein bisschen falsch kalkuliert. Zweitens frage ich mich aber auch, was diese Katze vorhatte. Also, nee, ehrlich, was denkt ihr? Und auf dem 1. Platz, Trommelwirbel bitte. Tja, knapp daneben ist auch vorbei. Die Libelle kommt jetzt mit einem Herzinfarkt davon und der Frosch muss zu seiner Frau und den Quappen nach Hause und denen erklären, wieso er nichts mitgebracht hat. Also, Leute, der Frosch hätte es echt... Ach, ich weiß nicht, ich finde das so lächerlich. Was für ein schlechter Frosch das ist.
Ihr müsst euch vorstellen, er hat... You had one job. Und dann sowas. Verdienter erster Platz, meiner Meinung nach. Seht ihr das anders? Schreibt's gerne in die Kommentare. Und sagt mir auch gerne, wie eure Reihenfolge wäre. Ach du. Aber gut gerettet. Den Trick nennt man übrigens 180 Flip to Liegestütz. Ist der Flughafen der Mängel und Pannen noch zu retten? Verzweifelte, bettelnde Passagiere, Tränen, Mitarbeiter zwischen Scham und Apathie. Nach einem Feueralarm kam es zu stundenlangen Wartezeiten am BER. Gut ein Jahr nach seiner Eröffnung und nach einer Serie von Pannen droht dem Berliner Airport die Pleite. Die Mängelliste ist so lang, dass man sich fragt, sollte man noch mehr Steuergelder in das Unglücksprojekt stecken? Also, nein, nein! No, God, please, no, 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 no! Nein, definitiv nein, nein! Nein, 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 nein! Блядь, пиздатый бессмертный! Sieht ja schon irgendwie funny aus, ne? Aber ob sich jetzt gelohnt hat, sich dafür beide Arme zu brechen, ich weiß auch nicht. Andererseits darf er jetzt vielleicht überall parken, also... Ich denke, wir können uns hier echt auf ein Unentschieden einigen, oder? Also, eigentlich ist sowas immer ein Best of Three, aber solche originalen Nichtskönner dürfen sich nicht nochmal zum Affen machen. Sonst brechen die sich noch was. Ach du Scheiße. Okay, und bevor die sich was brechen, brechen wir hier ab. Ich sag, bis zum nächsten Mal. Liked, kommentiert, haut rein. Ciao, ciao.